Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Der Fischer Cat wurde vorgeschlagen. Fange Fische, wenn du kannst. Cooler Sound auf jeden Fall. Gut, schauen wir doch mal. Berühren wir den Bildschirm und los geht's. Der Fischer Cat. Fange Fische, wenn du kannst. Sieh in deinem Postfach nach. Hey Kumpel, wie ist die Insel dort drüben? Ist der Wind ruhig genug? Hoffentlich krachen die Wellen nicht in dein Haus. Ich hoffe wirklich, dass diesmal dort alles anders ist. Pass da draußen gut auf dich auf. PS, hast du meine Angel mitgenommen? Alles wurde bestätigt. Achso. Fisch. Fisch, eine gute Idee. Gehen wir angeln. Und tschüss. Tag 1, normaler Tag. Ah, wie süß. Halte zum Ziehen den Bildschirm gedrückt und lasse zum Schießen los. Du verbrauchst kontinuierlich Sauerstoff, auch das Abschießen der Harpune kostet Sauerstoff. Triff Fische nacheinander, um Kombos zu erzielen, 10 und mehr Kombos verbessern alle Werte um 50%. Sobald dein Sauerstoff verbraucht ist, endet deine Jagdfange so viel wie möglich, bevor du keinen mehr hast. Okay, muss ich den erstmal festhalten? Den muss ich nicht. Wollte gerade sagen. Zweimal mal. Kann ich den hier nicht schon? Irgendwie will er nicht so richtig, wa? Oh no. Das war ein Zitter. Irgendwie so ein Elektroviech. Okay, ja, den hier. 6-mal den hier. 113, 101 und einmal den 21. Korallenriff 9%. Haben wir schon an Fischen gefangen, oder wie? Das kann man sicherlich was verbessern. Das ganze Zeug muss erstmal trocknen. So werden wir nicht viele Fische fangen. Gehen wir ins Haus. Verbessern wir deinen Sauerstoffbehälter, damit du mehr Sauerstoff hast. Kapazität 111 Liter. Vergiss nicht, auch Unterstützungsgegenstände einzupacken. Köder, Elektrobombe und großes Fischernetz. Gehen wir jetzt nach draußen. Gehen wir angeln. Ruf da! Okay, es gibt verschiedene Länder hier. Korallenriff, Ozeanhöhle, Seetangregion bis zu dem Schwarzen Loch. Einst eine marktgrüne Küste voller wunderschöner und farbenfroher Korallen. Die meisten Fische, die hier leben, sind sehr sanftmütig. Was? Tiefere Seite. Okay. Na, los geht's. Tag 1, normaler Tag. Tipp uns hier einen geschwindeten Unterstützungsgegenstand. Wirf einen Köder aus, der 5 Sekunden lang hält und Fische in Reichweite anlockt und schießt einen Netzkanon und die kleine Fische in Reichweite fängt. Betäubte Fische in Reichweite 3 Sekunden lang und halbiert die Verteidigung. Elektrobomben, okay. Ja, nein. Muss ich ja hier oben links und links ist mein Sauerstoff, alles klar. Quatschen die miteinander? Eieiei. Die sind aber auch echt flutschig, die Dinger. Habe ich auch noch mitgenommen, ne? Oh, nice, sehr nice. Einen großen auch noch mitgenommen. Das war bestimmt sehr gut. Ein Stück davon 91 Gold. Sehr cool, immer noch 90%. Tag 1, 10.000. Tag 2, Kimrick. Und Tag 3, 5 und... Das da. Selbstverständlich verbinden wir mal unseren Google-Account damit. Neu.
Was ist denn, ob es passiert? Ich habe heute dieses glibberige, aussehende, rosa Ding mit den vielen Tentakeln, die sind fast in Ohnmacht gefallen. Ein Oktopus, als ich es fing. Diese Dinger können dir einen Stromschuss versetzen. Oh. Wenn du auf diese rosa Dinger triffst, dann pass auf, dass du dich nicht verletzt. Bis zum nächsten Mal. Tägliche Silbertrommel der Ozean heute. Tägliche Silbertrommel Fleischfresser-Spezial. In der Region gibt es fleischfressende Fische und sie nehmen deine kostbaren Fische weg. Kümmere dich zunächst um sie. Harpune. Katzenharpune, Durchschlag, Handfeuerwaffen-Typ. Achso, man kann auch noch andere freischalten. Schießt drei Harpunen gleichzeitig. Kurze Reichweite, hohe Sauerstoffkosten. Scharfschützenharpune. Harpune spielt Fischer auf hohe Reichweite, schnelle Harpunengeschwindigkeit. Die Harpune, die links zwar ein bisschen, aber Tempo und Seillänge ist höher. Oh, hätte ich schon Lust drauf. Jetzt haben wir hier noch ein Boot. Schottische Faltohrkatze lässt sich bis zur Ozeanhöhle segeln. Ah, okay. Das brauchen wir also für später. Mehr Sauerstoff. 110 auf 122 Liter, 133 Liter. Okay. Tag 2. Ein 35,94 cm langen Fisch gefangen. Können wir uns wahrscheinlich ein bisschen umkleiden, genau. Ergebnisbelohnung plus. Okay, es gibt aber tatsächlich richtige Boni hierfür. Und die kosten halt diese Teile. Mhm. Unser Aquarium wahrscheinlich. Ich fange große Fische. Man hat sich hier mal 5 Teile. Okay, quasi ein Bestiarium, ja. Und da gibt es dann schöne Belohnungen. Na dann, los geht's. Gehen wir fischen mit unserer Scharfschützenharpune. Da bin ich mal gespannt. Das sind wahrscheinlich die hier. Welle 1, Welle 2, Welle 3, Welle 4, Welle 5. Und hier Welle 1, Welle 2, Welle 3. Okay. Hm. Verstehe ich nicht so richtig. Muss ich alle Fische dafür fangen oder wie? Oh Leute, der visiert die automatisch an. Sehr witzig. Außerhalb der Reichweite gewesen. Noch 46%. Ui, okay. Ah, so close. Und es war schon bewusst gewesen, dass ich den angegriffen habe. Ich habe ihn noch mitgenommen, das ist sehr gut. Jetzt gibt's Cash. 703. Und damit haben wir 23% des Korallendriffs abgefarmt. Ne? Wir müssen halt die ganzen Fische mitnehmen. Ich möchte essen. 4 Schwirr. Belohnung 3000. Was ist hier? Tag 25. Super fertiggestellt. Okay. Der Ozean heute. Heute ist einfach trübes Wetter. An so einem Tag wirst du nicht länger nicht lange unter Wasser bleiben können. Okay. Habe ich heute weniger Sauerstoff, ja. Fange Schirr, 4 Stück. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie die aussehen. Düsterer Tag. Ich habe ein bisschen Abzug auf Sauerstoff, aber ne. Ich verstehe nicht so richtig, wann ich... nächste Level komme. Ach guck mal, hier oben seht ihr das Welle, ne? Nein! Ah! Oh, was haben wir denn da Schönes? Etwas, was wegschickt und ich was ich nicht mehr kriege! Ah, ich werde irre! Ich habe irgendwie nichts gefangen. War doch schon ein bisschen was. Ich würde ganz gerne gleich weitermachen. Geht das? War leider nicht schade. Ich habe keine Lust, mal wieder zurückzugehen.
Kennst du den Falterfisch? Das ist ein neugieriger Fisch, der von den anderen Fischen stiert, die ich gefangen habe. Manche Fische tun sowas. Lass den Finger nicht aus. Dann fang nicht aus den Augen. Mhm. Daily Routine. Ja, man soll nicht alles fangen, man soll halt das Größere fangen. Okay, machen wir auch so. Na, wir verlieren zwar Sauerstoff, aber langsam. Und ihr seht da oben Welle 1, dann später, dann kommen auf Level 2 die Fische, die ich halt tatsächlich brauche. Warum? Warum? $289. Und dann seht ihr da Welle 2, jetzt kommen die kleineren hier. Ich brauche doch schon gut Sauerstoff, ne? Das heißt, das muss ich dringendst verbessern. Ich würde ganz gerne noch einen Schwirr fangen. Oh, ich krieg sogar Sauerstoff von den Fischen, wenn ich die töte. Oh, ihr seht, 50? Okay, jetzt gerade nicht. Aber der dann, ne? 36? Okay, ich habe irgendwie Sauerstoff bekommen. Keine Ahnung von wem. Also, wir werden 4. 20%. Drecksvieh. Die haben einfach meinen Fang aufgefressen. Oh no. 824. Ja, warum nicht? Ja, kann man machen. So, das Sauerstoff werden wir verbessern von 144 auf 156 Liter. 1, 2, 16, 22, 28, 32, 36, 42. Dann muss es einfach klappen. PS, kauf mir ein paar Teile, wenn du im Lotto gewinnst, okay? Okay. Cool, fange Schwirr an. Einfach gibt es halt 3000 Gold, das ist schon viel. Was war hier nochmal? Ich hab's vergessen. Ah ja, Abteil 25. Okay. Gut, was haben wir hier? Ah, das Willkommensgeschenk, okay. Okay. Gut, meine Freunde. Damit würde ich sagen, war's das Quiz im Angespielt zu The Fisher Cat. Ein Spiel, wo man als Katze Fische fängt, um zu überleben. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind beim nächsten Mal wieder beim Angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.